Hey, wir befinden uns gerade auf dem Schlossplatz hier in Münster und hinter mir wird schon fleißig aufgebaut, denn heute startet die Protestaktion Zelt macht Spaß und Wohnen noch mehr und das schauen wir uns jetzt einmal an. Etwa 55.000 Studierende besuchen Münsters Universität. Dementsprechend schwierig gestaltet sich oft die Wohnungssuche, denn Münsters Miete liegt weit über dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt. Aus Protest gegen den immer knapper werdenden Wohnraum hat der Allgemeine Studierendenausschuss ein Protestcamp organisiert. Also auf dem privaten Wohnungsmarkt kann man es wirklich vergessen, weil entweder die Mieten viel zu hoch sind oder es einfach zigtausend Bewerber gibt quasi auf eine Wohnung. WG-Casting, das kennt glaube ich jeder. 20 Leute oder so laden sie sich teilweise ein und dann musst du dich irgendwie präsentieren und toll sein. Also ja, das ist einfach echt ein Fluch. Jo, ich bin Melissa vom AStA der FH Münster. Wir fordern ganz klar die Ausfinanzierung des Studierendenwerks. Das heißt, das Land Nordrhein-Westfalen ist im Zugzwang. Wir fordern, dass es mehr Gelder zur Verfügung stellt, damit das Studierendenwerk Wohnräume einfach ausbauen kann. Ja, wir stehen da natürlich für die Bedarfe der Studierenden ein im AStA. Und bezahlbarer Wohnraum ist ja schon ein starker Bedarf. Viele Studierende kamen zusammen, um gemeinsam ein Zeichen gegen die überteuerten Mieten und den extremen Wohnraummangel Münsters zu setzen. Also ich bezahle 4,20 für mein Zimmer und finde das ein bisschen Matsch und musste das leider nehmen, weil auf die Schnelle nichts anderes ging. Unsere Wohnung wird gekündigt, weil so eine Baufirma da irgendwie was machen wollte und danach würden die Preise teurer werden und deswegen hatte ich jetzt eine Woche vorher noch wieder was gefunden, weil wir schon einen Aufführungsvertrag unterschrieben hatten und so ein Quatsch. Es ist halt schon so, dass gerade zu Semesteranfang viele Studenten auf Suche sind. Ich persönlich hatte das Glück, direkt eine Wohnung zu finden, aber ja, also ich kenne Freunde, die Probleme damit hatten, die immer noch pendeln müssen, weil sie keine Wohnung gefunden haben, keine WG. Ich hatte super Glück, dass ich was gefunden habe, ist aber nicht normal. Durch den Abend begleitet wurden die zahlreichen Protestler und Protestlerinnen von diversen Vorträgen, Poetry Slammern und Musikuntermalung von Fabel und The Late Night Call.